Neben mir sitzt meine charmante Kollegin Nadine Hoffmann, ihres Zeichens energiepolitische Sprecherin unserer Fraktion. Die Kampagne wird sie dann vorstellen im Großen und Ganzen. Ich will in der gewohnten Art und Weise die einleitenden Worte wählen und leisten. Ich bin ja jemand, der immer vom Großen Ganzen ausgeht und das konkrete Politische auch versucht einzubetten. Sie wissen, dass wir als AfD nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit in den großen Politikfeldern, die über die Zukunft unseres Landes entscheiden, also EU, Euro, Einwanderung und Energiepolitik, eine andere Position einnehmen als die Altparteien. Da unterscheiden wir uns sehr deutlich. Und ein Nebenthema, aber ein sehr wichtiges Nebenthema, ein immer wichtiger werdendes Nebenthema der sogenannten Energiepolitik, der Energiewendepolitik des politischen Establishments, ist die Blackout-Gefahr, mit der wir uns als AfD-Fraktion im Thüringer Landtag jetzt intensiv beschäftigt haben. Und aus dieser Beschäftigung geht dann auch unsere Kampagne hervor, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Ich möchte aber zunächst einmal an einem ganz konkreten Beispiel festmachen, in welcher Problemlage wir uns befinden. Heute Morgen, 6 Uhr, klingelte für mich der Wecker. Dann stehe ich auf oder stand auf. Meine Frau ist dann meistens schon auf den Beinen. Meistens um kurz nach 5 klingelt für meine Frau der Wecker. Hintergrund ist, dass ich Kinder habe, die um kurz nach 6 am Bus stehen müssen. Das ist das Schicksal von Dorfkindern. Ja, um 6 Uhr, es war draußen natürlich noch stockdunkel, wenige Tage vor der Wintersonnenwende, dauert es ja bis 8 Uhr, bis man dann wieder einigermaßen durch das Tageslicht Orientierung erfährt. Um 6 Uhr bedeutet das dann, dass die Kaffeemaschine läuft, dass jemand unter der Dusche steht, dass die Handys der Kinder noch mal schnell an die Steckdose gesteckt werden, um den Tag über zu halten. Der Stromverbrauch ist hoch, nicht nur im Hause Höcke in diesen Morgenstunden, sondern in vielen, vielen Haushalten der ganzen Republik. Deutschland beginnt sich auf einen Arbeitstag oder Schultag vorzubereiten. Wie war es heute Morgen? Es war dunkel, wie ich schon sagte. Wir sind in der Winterzeit und draußen, ich habe dann noch meine Laufschuhe angeschnürt, bin noch eine halbe Stunde aufs Feld gelaufen und draußen war es auch windstill. Wer versorgt Deutschland oder wer versorgte Deutschland heute Morgen mit Strom? Kein Sonnenlicht, kein Wind, also weder die 30.000 Windräder, die im Augenblick schon ihren Dienst tun in Deutschland, versorgten uns mit Strom, jedenfalls im Eichsfeld nicht. Und auch die Photovoltaikanlagen, mittlerweile 1,7 Millionen in Deutschland, trugen nichts zur Stromversorgung bei, sondern konventionelle Kraftwerke taten das, also die Kernkraftwerke, die noch verbliebenen, und die Kohlekraftwerke, die noch verbliebenen. Wir wissen, dass Ende des Jahres 2021 4.000 Megawatt Leistung vom Stromnetz genommen werden in Deutschland. Das sind 3 Kernkraftwerke, die abgeschaltet werden. Ende 2022 folgen dann die letzten 3 Kernkraftwerke mit demselben Leistungsumfang, die dann vom Netz gehen. 2038 soll definitiv Schluss sein mit der Kohleverstromung in Deutschland. Nach dem Willen der neuen Bundesregierung soll das Ende der Kohle schon 2030 ausgerufen werden. Und das bedeutet dann, dass Deutschland, ein immer noch wichtiges Industrieland in der Welt, ohne steuerbare Stromversorgung dasteht und rein auf wetterabhängige Energieversorgung angewiesen ist. Deutschland ist damit das einzige Land, wird dann das einzige Land sein, das gleichzeitig aus der Kohleverstromung und aus der Kernkraft ausgestiegen ist. Und das muss ich auch nochmal deutlich sagen, bei einem enorm steigenden Strombedarf. Wir befinden uns in einer Phase forcierter Digitalisierung. Die Bundesregierung, die etablierten Parteien haben ambitionierte Ziele, was die Elektrifizierung des Individualverkehrs anbelangt. Bis zum Jahre 2030, meine ich, sollen Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein, die so viel Strom benötigen wie 20 Millionen Wohnungen. Wir haben durch die Energiewende exorbitant steigende Strompreise. Wir haben eine Belastung vor allen Dingen kleiner und mittlerer Einkommen durch die sogenannte Energiewendepolitik der Altparteien. Wir haben eine immer stärker gefährdete Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft, der deutschen Industrie. Und wir haben, und das ist im Augenblick das, was uns vielleicht sogar die allergrößten Sorgen macht, eine stetig steigende Blackout-Gefahr. Blackout bedeutet einen totalen flächendeckenden Stromausfall.
Ich habe schon vor einigen Jahren ein Hörbuch mal mir gegönnt. Der Autor ist Mark Ellsberg. Das Buch heißt, das er geschrieben hat und das dann auch in Hörbuchform produziert worden ist, das meiner Meinung nach, meines Wissens nach, 100.000-fache Verbreitung gefunden hat, heißt Blackout, morgen ist es zu spät. Und jedem, der sich mit dem Thema Blackout beschäftigen möchte, der sollte zu diesem sehr plastisch und auch wissenschaftlich gut fundiert geschriebenen Buch bzw. zum Hörbuch greifen. Mark Ellsberg beschreibt, was in den ersten Minuten und in den ersten Tagen eines Blackout, eines flächendeckenden, völligen Stromausfalles passiert. Zunächst einmal gehen die Bankautomaten nicht mehr. Man kann auch an der Tanksäule der Tankstellen kein Benzin oder Diesel mehr zapfen. Die Drehtüren in den Supermärkten stehen still. Diejenigen, die Pech haben und gerade im Fahrstuhl unterwegs sind, in einem Hochhaus, die bleiben stecken. Die Klospülung funktioniert nicht mehr, denn die Stromversorgung garantiert auch, dass Wasser gepumpt wird. Die Heizungen fallen aus. Gerade im Winterhalbjahr wird es dann ganz schnell kalt in den Wohnungen. Eine Ölheizung nutzt nämlich da nichts mehr, wenn sie mit Strom betrieben wird, und sie wird mit Strom betrieben. Ich habe zu Hause Gott sei Dank noch den klassischen Holzofen, aber bei uns wird, wie gesagt, die Warmwasseraufbereitung durchaus auch noch mit der Zentralheizung geleistet, und die ist ölbasiert. Also warmes Wasser hätten wir dann auch nicht mehr. Die Krankenhäuser haben Notstromaggregate, ja. Die meisten haben Diesel für 24 Stunden, wenn der Diesel überhaupt noch einsatzfähig ist. Viele Krankenhäuser vergessen nämlich regelmäßig, diese Dieselvorräte auch zu regenerieren. Oft ist es so, dass die modernen Diesel nach 60 Tagen gar nicht mehr verbrennungsfähig sind und die Motoren zerstören, wenn sie mit kaputtem Diesel in Betrieb genommen werden. Nach 24 Stunden fallen die Beatmungsgeräte in den Krankenhäusern aus. Nach 24 Stunden kann auch kein schneller Tod ist dann vorprogrammiert. Die Kühlkästen in den Kellern der Krankenhäuser, in denen Leichen aufbewahrt werden, frieren ab, tauen ab und so weiter. Mark Ellsberg hat prognostiziert, dass nach 3 Tagen ein Zivilisationsbruch zu verzeichnen ist in einem Hochtechnologieland, das ohne Strom gar nicht überleben kann. Zweimal stand Deutschland in diesem Jahr nach Meldung des Fokus schon vor einem Blackout. Gerade hören wir, dass am Wochenende sich ein Blackout in Rheinland-Pfalz ereignet hat. 24 Stunden waren in einem Landkreis für fast 50.000 Menschen die Stromversorgung nicht vorhanden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz schätzt einen Blackout inzwischen als die wörtlich wahrscheinlichste Katastrophe, die in der Bundesrepublik Deutschland eintritt. Wir haben Kenntnis von einer Strategieuntersuchung der österreichischen Armee. Österreich und die Bundesrepublik Deutschland sind ja aufs Engste über ein gemeinsames europäisches Stromnetz miteinander verbunden. Die österreichische Armee hält einen Blackout in den nächsten 5 Jahren für hochwahrscheinlich, rechnet also damit. Nun muss man dazu sagen, die österreichische Regierung hat schon reagiert. Die Katastrophenschutzeinrichtungen der Republik Österreich werden gerade intensiv ertüchtigt. Dort gibt es ein großes Problembewusstsein in allen Parteien, nicht nur in der oppositionellen FPÖ, für das Krisenszenario Blackout. In Deutschland scheint das anders zu sein. Man zieht die Energiewende durch, ohne auf den Kollateralschaden zu achten, der, wie ich gerade ausgeführt habe, eventuell sogar zu einem Zivilisationsbruch führen kann. Wir fragen uns deshalb als AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, was macht die Bundesregierung? Wir fragen uns, was macht die Landesregierung? So wie es aussieht, nichts oder auf jeden Fall zu wenig. Und jetzt übergebe ich das Wort an Nadine Hoffmann. Bitte schön, Nadine. Ja, vielen Dank. Wie Herr Höcke schon sagte, brauchen wir ein Problembewusstsein, Bewusstsein dafür, dass es Blackout gibt und dass die Gefahr steigt. Das wird weder von der Landesregierung noch von der Bundesregierung irgendwie gefördert, was auch in sich logisch ist, weil sie dann die Energiewende ansprechen müsste, die ein Treiber der Gefahr für Blackouts ist. Ich komme kurz zur Landesregierung. Wir haben kleine Anfragen an die Landesregierung gestellt. Da ging es zum Beispiel um den bundesweiten Warntag. Antwort war etwas lapidar. Naja, das war das System des Bundes, das nicht funktioniert hat. Und wir können ja mal uns die Sirenen angucken. Und ähnlich antwortet sie auch in Plenarsitzungen oder in Ausschusssitzungen zum Thema. Also wir haben nicht das Gefühl, dass die Landesregierung das alles ernst nimmt. Und jetzt hat sie auch noch beim vorliegenden Haushaltsentwurf den Zuschuss für die Zuweisung für die Feuerwehren immens gekürzt um mehr als 4 Millionen Euro. Das entspricht nicht einer
verantwortungsvollen Politik. Auf Bundesebene wird ebenso die Bevölkerung nicht sensibilisiert, weil man hier auch die Energiewende ansprechen müsste. Und unsere Forderung ist klar, die an Landes- wie Bundesregierung, dass sie die Katastrophenhilfe befähigen, im Falle des Falles auch einsatzfähig zu sein. Und das befürchten wir, dass das eben nicht der Fall sein wird. Natürlich gehört dazu auch, wie schon sagte, die Energiewende an sich in Frage zu stellen. Es gehört auch dazu, dass Menschen, die sich bevorraten, nicht unbedingt in eine Ecke geschoben werden als Prepper, sondern wie selbst der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sagte, wir müssen mit diesem Risiko bewusst leben oder wir treffen Maßnahmen, dass dieses Risiko nicht eintritt. Und deswegen sitzen wir hier, wollen in unserer Kampagne die Bevölkerung sensibilisieren, dass sie auf dieses Problem aufmerksam wird, gegebenenfalls Maßnahmen treffen kann, die wir auch in unserem Flyer darstellen. Das heißt Trinkwasserbevorratung, Lebensmittelbevorratung, vielleicht auch ein Generator. Und das wird noch flankiert mit einem Online-Dialog, den wir zum Thema abhalten. Und das machen wir, wie gesagt, weil wir die einzige Fraktion, die einzige Partei sind, die dieses Thema ernst nimmt und die Bevölkerung darauf hinweisen möchte. Nadine, ich will vielleicht noch einen Satz wirklich ergänzen, weil ich den zentral stellen möchte. Du hast es schon gesagt, aber es ist so wichtig, weil dieses Thema Blackout so wichtig ist, dass es auch in der notwendigen Deutlichkeit in den öffentlichen Raum gestellt und artikuliert werden muss. Ich fordere die Landesregierung ultimativ auf, den Katastrophenschutz im Bereich der Blackout-Prophylaxe zu optimieren bzw. überhaupt erstmal damit anzufangen, die Blackout-Prophylaxe ernst zu nehmen und hier alles Mögliche zu tun, um diese Gefahr für die Thüringer abzuwenden. Das ist eine Pflicht, die die Landesregierung hat. Und wir werden als Opposition, als führende Oppositionspartei in Thüringen jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten alles tun, um über unsere Kanäle die Bevölkerung aufzuklären, was für eine große, große Gefahr über Thüringen und Deutschland in diesem Bereich schwebt. Wir werden eine große Flugblattaktion machen, in die wahrscheinlich auch der Landesverband eingebunden ist. Wir werden Hunderttausende von informativen Faltblättern in die Briefkästen Thürings bringen. Wir werden einen eigenen Kurzfilm produzieren, der über unsere sozialen, unsere reichweiten starken sozialen Medien exportiert wird und in die Bevölkerung getragen wird. Wir wollen alles tun, was wir als Oppositionskraft tun können, damit sich die Bevölkerung selbst schützt, wo die Regierung im Schutz der Bevölkerung versagt.